Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Minecraft. Ja. Genau. Es ist immer noch die beste Anmoderation aller Zeiten. Wie ist es bei jedem verdammten Update eigentlich immer alles wieder auf I? Können die sich das nicht merken, dass ich das auf E haben will? Das ist entspannter. Ah ja, genau, da drüben sind noch 5 Milliarden Bäume zu fällen. Ich glaube, das machen wir jetzt mal, weil das wird sonst echt komisch. Also wirklich. So. Machen wir mal 4. Wow, da können sogar 8 Äxte rausgehen. Ist mal so. So, und dann legen wir mal los, ne? Und dann habe ich mir eigentlich für heute mal vorgenommen, dass wir hier oben ordentlich das Gelände mal bearbeiten. Das mal hier ist eigentlich gut. Gut, dass wir das von vornherein geklärt haben. Ich will nämlich nicht wieder instant sterben, weil hier irgendwas total komisch ist mit dem Spawnverhalten. Das sehe ich nicht ein. Ja gut. Egal, jetzt erstmal hier das Zeug hier kaputt hauen. Das Holz. Oh wow, hier sind richtig viele Bäume. Also es ist wahnsinnig, was für Mengen an Holz ich hier habe. Irgendwie. Also schon faszinierend. Das Mikrofon ist total im Greenscreen. Das will ich eigentlich gar nicht, weil ich habe keine Musik am Laufen. Schön, dass mir das auch direkt am Anfang aufgefallen ist. Konnte man das noch beheben? Okay, dann schauen wir. Okay, das sieht aus wie ein großer Baum. Oder wie ein kleiner, den ich fällen wollte und dabei dann von einem Skelett getötet wurde. Na? Was glaubt ihr? Achso, da drüben ist der große Baum. Da gehen wir jetzt auch gleich mal rein, würde ich sagen. So. Boah. Kommt man alles ran. Wahnsinn. Schön. Ja. Gut. Der Baum war mal wieder echt groß. Da oben ist auch noch ein bisschen Holz. Oh Mann. Ernsthaft jetzt? Na gut, aber ich glaube, jetzt haben wir es. Schön. So. Ich will nie wieder so eng Bäume pflanzen. Ist ja furchtbar.
So. Dom war auch noch ein Stamm. Jetzt hängt es, glaube ich, eh nur noch an den hier, allmählich. So. Ist schon mal gut. Freut mich. Schön, dass das Haltbarkeit zieht, wenn ich einen Setzling wegschlage. Du bist ein blödes Schaf. Verpiss dich. Okay, hier ist auch ein halber Baum. Ich habe erst 9 Setzlinge. Weiß nicht, ob es schon sinnvoll ist zu brandroden. Vermutlich aber nicht. Ah, vermutlich schon. Was mein Feuerzeug? Alter, was? Wie schnell wächst denn das Zuckerrohr da hinten, bitte? Ade, Wald! Ruhe in Asche. Aua, 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 aua. Ist das nicht schön? Und innerhalb kürzester Zeit ist das Laub wieder weg. Faszinierend, oder? So, okay. Nachdem wir eh viel zu viele Zuckerrohr da drüben stehen haben, ernten wir das doch gleich mal. Ach ja, da war ja was mit Milch. Wir haben ja keine Eimer mehr. So. Das ist auch schön so. Und es ist auch zum Glück nicht laut. Ach warte, das hört ja gar nicht so laut. Ich habe mir nur meinen PC-Sound so auf 100% aufgedreht. Ich glaube, das war keine gute Idee. Hust. Ich bin nicht unfähig. Ja, so viel zum Thema. Gut, was wollte ich machen? Ich glaube, ich wollte in erster Linie da oben mal die Ebene etwas einebnen, damit wir mehr Platz haben und so. Gut, Nacht kann uns jetzt ja im Moment eh total egal sein, deswegen. Wollen wir jetzt einmal schaufeln und mal den Zwischenteil hier wollte ich ja, glaube ich, auch auf der Höhe sogar lassen, ne? Jetzt gut zu wissen, wir das hier, ah ja, hier, also hier war tiefer gelegt. Hier ebnen wir auf die Ebene hier ein. So nämlich. Okay. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Spitzhacken. Ja, okay, wir brauchen keine Spitzhacken.
Wir haben jetzt zum Glück nicht so nicht oberflächennah gebaut. Oberflächenfern meine ich. Es ist alles noch sehr nah an der Oberfläche gewesen hier an der Stelle. Das ist schon mal ganz gut. Und es wird schon wieder. Ich habe in dieser Folge nur ein paar Bäume gefällt und es wird später dunkel. Ist das jetzt im Ernst so? Das ist ja richtig mühsam. Na super. Jetzt wird's anstrengend und dunkel. Viel Spaß dabei. Finde ich bei einem Zweiversatz überhaupt die richtige Burgmauer anwenden, die ich sonst überall habe? Ist ja brutal hässlich. Mal länger als da wird es ja sowieso nicht. Weil hier wird dann sowieso tiefer Gefilde angestrebt werden müssen. Gut, dass die Musik einfach aufhört und noch eine Minute frei hat. Merkt bestimmt keiner beim Hören. Super Leistung. Also echt jetzt. Okay. Boah, diese Dunkelheit hier wieder. So, ja, was gibt es denn zu erzählen? Ich kann mich an die letzte Aufnahme erinnern, dass ich dabei war zu überlegen, was ich essen wollte. Und ich habe es mir extra gemerkt. Es war Grillfleisch. Das ist jetzt um die Jahreszeit, die wir im Moment haben, weil ich habe es ja auch letztes Mal schon erklärt, dass das Ganze hier alles sehr arg im Voraus aufgenommen ist und ich deswegen nur sehr wenig interagieren kann hier. Weil alles wegen dem Studium, weil das so einfach viel entspannter ist, wenn man weiß, oh, mein Spitzhacke ist kaputt. Das macht jetzt die Sache nicht gerade entspannt, aber es ist einfach sehr entspannend, wenn man weiß, dass alles schon fertig ist und man es quasi automatisiert online stellen kann und dann einfach nur noch im Browser die Reaktionen sieht, wenn jemand kommentiert. Kommt ja bei mir nicht sonderlich häufig vor. Ja, das ist, wenn man dann die Reaktion sieht und sich dann so denkt, ja, ich kann leider nicht antworten, aber du hast damit prinzipiell recht. Und lauter all solche Geschichten. Aber es ist halt klar, es hat den Nachteil, dass man halt absolut nicht drauf eingehen kann auf Zuschauerwünsche, sondern halt immer nur so im Versatz von circa einem halben Jahr. Was eigentlich schon krass lange ist. Das heißt, so extrem wird es hoffentlich nicht sein. Aber ja, wie gesagt, wenn ich ja das Ganze aufnehme, dann ist das halt wirklich Marathon. Ich nehme erst alles auf, dann hau ich alles geballt durchs Renderprogramm und lade alles geballt hoch. Und nicht, dass ich während dem Hochladen noch weiter vorproduziere. Das mache ich irgendwie nicht. Es wäre zwar zeitlich gesehen deutlich effizienter, weil man dann doch ein bisschen aktueller ist, aber hilft jetzt in dem Rahmen, wenn es darum geht, ja, ich muss quasi für ein halbes Jahr alles schon produziert haben und es wird sowieso nicht funktionieren. Ja. Jeder, der schon mal einen Adventskalender von langem geplant hat, wird das auch wissen. Man fängt immer so am Anfang an, so, ja, man fängt einen Monat früher an und dann mitten in der Hälfte ist man tagesaktuell. Obwohl eigentlich alles vom Zeitplan her das gar nicht passieren dürfte. Aber es ist halt trotzdem immer so. Wenn man etwas so lang plant, dass es eigentlich zeitlich perfekt aufgeht, dann stellst du dann fest, so 2, 3 Wochen vor Prüfung, stellst du fest, mir gehen die Folgen aus, ich habe doch zu wenig gemacht.